Jetzt hören Sie gleich den Fraktionsvorsitzführer der FPÖ im Untersuchungsausschuss, Elmar Podgorschek. Geschätzte Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ich manchen Worten gelauscht habe von meiner Vorredner, wird mir ehrlich gesagt Angst und Bang jetzt vor diesem Untersuchungsausschuss, weil so unterschiedliche subjektive Wahrnehmungen zutage treten, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass wir da wirklich was Ordentliches für die Zukunft herausbringen. Und manche, glaube ich, meiner Vorredner, nicht die, die jetzt unmittelbar waren, lieber Kollege Oster, oder Ostra, du hast durchaus einiges Positives von dir gegeben. Der GRIS-Bericht, und ich glaube, die wenigsten darin haben sich damit auseinandergesetzt, sagt ganz klar und deutlich, es war ein Multiorganversagen der staatlichen Institutionen. Und dazu stehen wir auch. Und wenn heute der Finanzsprecher der SPÖ herauskommt und immer wieder dieselbe Leier von sich gibt, dann möchte ich nur seine Kompetenz dahingehend hinterfragen, weil es ist belegt, dass er im Bankenuntersuchungsausschuss sich damals beschwert hat, dass die Kärntner Landesregierung die Hypo viel zu billig an die Bayern verkauft hat. Also das zeigt nur seine Wirtschaftskompetenz. Herr Bundesminister, es stimmt, die Haftungen sind ein Grundübel, sind und waren wettbewerbsverzerrend und wurden schließlich ja auf Druck der EU 2004 abgeschafft und konnten Gott sei Dank 2007 ja nicht mehr erteilt werden. Aber nicht Kärntner allein, alle Länder haben ihre Landeshypos. Und Wien hat zum Beispiel heute die Z dann dementsprechend unterstützt mit den Haftungen. Und diese Haftungen waren zum Teil zum Leidwesen der Mitbewerber und haben den Markt völlig verzehrt. Dass manche Bundesländer jetzt mittlerweile sich ihrer Haftung entledigt haben durch Verkauf der Hypos, ist positiv zu bewerten, aber manche Bundesländer haben es eben noch nicht getan. Und wenn heute Heulen und Zähneknirschen bei den Bundesländern herrscht, dann habe ich persönlich kein Verständnis, wenn niemand hat diese Länder zurückgehalten, im Rahmen ihres Haftungsverbundes Kontrolle auszuüben, diese Fehlentwicklungen seinerzeit bei der Hypo in Kärnten aufzuzeigen oder als Konsequenz dann letztendlich aus diesem Verbund auszusteigen. Und wenn ich heute höre, dass es einen Sündenfall gegeben hat im Jahre 2004 durch den Beschluss des Kärntner Landtages, dann darf ich darauf verweisen, dass in letzte Woche in den oberösterreichischen Nachrichten gestanden ist, dass mein Bundesland, und dazu stehe ich als Oberösterreicher, schon im Jahre 1997 einen Beschluss gefasst hat, dass alle, also dass Sie als Ausfallsbürger gemäß § 1356 für alle zukünftigen Verbindlichkeiten der Aktiengesellschaft, also dieser ausgegliederten Hypo, nach Eintragung der Aktiengesellschaft ins Firmenbuch, dass die übernommen werden. Also dieser Beschluss ist ja noch zum Teil viel weitreichender als der Kärntner Beschluss. Und was steht dann noch in den Nachrichten? Eine Haftung dieser Form, ich zitiere, eine Haftung in dieser Form wäre in der Privatwirtschaft wahrscheinlich sittenwidrig und ungültig. Genauso ist es. Und Herr Bundesminister, wenn Sie sagen, ja, und verkünden, es darf nie mehr wieder passieren, dass diese Haftung oder derartige Haftungen schlagend wären, dann hoffe ich mir und erwarte mir, dass Sie auch ähnliche Worte sprechen, sollten einmal Haftungen schlagen werden auf der Europäischen Union, die wir als Österreichische Republik ebenfalls eingegangen sind. Aber in den damaligen Kontext muss man natürlich eines immer betrachten. Die Politiker aller Couleurs waren damals beseelt von diesem unerschütterlichen Glauben an die Finanzmärkte und wollten im Osten und Südosten das große Geld machen. Das war die Triebfeder. Und bei allen Diskussionen, die wir heute geführt haben und ständig führen werden, wird immer bewusst oder unbewusst vergessen, dass vor allem die Bayern diese Bank auf einen selbstzerstörerischen Kurs geschickt haben und rücksichtslos auf mögliche Zahlungsfähigkeit mancher Forderungen und Kreditnehmer diese Bilanzsumme noch einmal um 12 Milliarden aufgeblasen haben. Also das heißt, die Bayern haben einen wesentlichen Anteil an dieser Zerstörung dieser Bank gehabt.
Und dann kam eben diese völlige unerklärliche Nacht- und Nebelaktion im Dezember 2004. Und dann hat die Feuerwehr den Brand nicht gelöscht, sondern Öl ins Feuer gegossen. Und das müssen wir einfach einmal so, wie es ist, zur Kenntnis nehmen. Und die Drohung der Bayern, diese Bank in Konkurs zu schicken, das hat, glaube ich, und das steht schwarz auf weiß im Griesbericht drinnen, die Frau Dr. Gries, ganz klar dargelegt. Und es ist zu klären, und das macht dann der Untersuchungsausschuss, was die Motive hinter dieser Verstaatlichung ohne Not waren. Und mit dieser Entscheidung, sehr geehrte Damen und Herren, da wurde erst dieser Turbo gezündet. Damit ist dieses Desaster letzten Endes wirklich erst entstanden. Und anstatt diese Bankenbombe zu entschärfen, haben dann die Verantwortlichen leider nur gezögert, haben enorme Beratungskosten ausgegeben. Und man hat manchmal den Eindruck, man hat diese Berater nur nach Kärnten geschickt, um auf Biegen und Brechen Beweise zu finden, dass Jörg Haider und seine Freunde Schuld hätten. Mehr war da nicht dahinter an diesen Motiven. Und der Fokus wurde in dieser Manie leider völlig in die falsche Richtung gerichtet. Weil Jörg Haider hat man, wie man sieht, oder kann man nichts mehr ans Zeug flicken, weil es ist ja offensichtlich und zutage getreten, dass diese Haftungen ein Fehler waren. Und es gab schon im Jänner 2010 konkrete Kaufangebote. Denen wurden niemals nachgegangen. Man wollte einfach diese Bank, und ich weiß wirklich nicht diese Motivlage, wollte man auf Biegen und Brechen in Staatsbesitz halten. Und dass die Gründung der Hete jetzt endlich, mit der Gründung der Hete jetzt endlich gehandelt wurde, um dieser Problembank eine Lösung zuzuführen, hat meine vollste Unterstützung. Und es ist nur eines, was im Vordergrund steht, dass der Schaden für den Steuerzahler und für den Staat Österreich so gering wie möglich zu halten ist. Und dann ist es für mich völlig irrelevant, ob das jetzt über die derzeitige Hete-Abwicklung bzw. über das Moratorium läuft oder ob es, also in dem Fall außergerichtlich, oder ob es übers Gericht über ein Insolvenzverfahren. Das ist sekundäres Problem. Das primäre Problem ist das, dass dem Steuerzahler am Ende und zum Schluss am wenigsten, oder für den Steuerzahler zum Schluss am wenigsten überbleibt. Und einen wesentlichen Auftrag zur Aufklärung dieser ganzen Causa kann der Untersuchungsausschuss leisten. Und ich hoffe, dass alle Mitglieder dieses Untersuchungsausschusses davon beseelt sind, dass wir wirklich aufklären und nicht uns gegenseitig mit Vorwürfen unterstützen. Jedenfalls, wir Freiheitliche sind dazu bereit und ohne Tabus im Sinne der Bevölkerung diese Causa aufzuklären und den Schaden für die Republik so gering möglich halten zu können.